Freunde, wir sind heute hier zusammengekommen, um unsere Solidarität mit Israel zu bezeugen, weil Israel diese Solidarität braucht und weil es diese Solidarität verdient. Wir sind heute auch zusammengekommen, um einiges, was in den letzten Wochen und Monaten an Berichterstattungen, aber gerade in diesen Tagen über den Konflikt dargestellt wird, falsch dargestellt wird, richtig zu stellen. Liebe Freunde, jeder, der sich gerade auch hier in Deutschland berufen fühlt, Israel zu verdammen für die gerechtfertigte Antwort, die es jetzt gegeben hat, der soll sich einmal fragen, was würde man hier in Deutschland tun? Würde zum Beispiel Baden-Württemberg jeden Tag über Wochen und Monate mit Raketen beschossen? Liebe Freunde, seit Monaten, ja seit Jahren wird der Süden Israels mit Tausenden von Raketen beschossen. Das sind keine bloßen Feuerwerksraketen, sondern das sind ernstzunehmende tödliche Geschosse, die unschuldige Zivilisten und unschuldige Menschen, Zehntausende von Menschen, terrorisieren und treffen. Kinder, die ihren Schulunterricht in Bunkern erhalten. Die Weltöffentlichkeit schweigt dazu oder sie fordert die Israelis dazu auf, doch großherzig zu sein und sich zu mäßigen. Der Raketenterror wird seit Jahren verniedlicht und ignoriert. Ein großer Teil der israelischen Zivilbevölkerung ist bereits traumatisiert und, liebe Freunde, eine ganze Generation von Kindern ist in Bunkern groß geworden. Vor 7 Jahren hat Israel den Gazastreifen vollständig geräumt. Den Einwohnern bot sich die Möglichkeit, ihr Leben unter eigener Regierung positiv zu gestalten und eine bessere Zukunft aufzubauen. Was geschah aber stattdessen? Stattdessen setzt die Terrororganisation den Beschuss israelischer Ziele fort und vor allem ziviler Ziele fort. Statt Demokratie herrscht Terrorismus im Gazastreifen fort. Die Hamas, die nach eigenen Aussagen eine physische Vernichtung Israels anstrebt, übernahm vor 5 Jahren gewaltsam, aber auch gewählt die Macht in Gaza und errichtet ein politisches Regime. Ihr wichtigstes Ziel ist es, die israelische Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Israels Regierung hat nicht nur das Recht, sondern sie hat, die Pflicht, ihre Bürger zu schützen. Liebe Freunde, Israelis, aber auch wir Juden lassen uns das Recht auf Selbstverteidigung nicht absprechen. Die Hamas ist die Speerspitze einer langen Kette von Drahtziehern und Helfern. Das Regime im Iran finanziert sie und versorgt sie mit Waffen. Der Sudan dient als Versorgungsbasis und ließ sich auch auf die Herstellung von Raketen für die Hamas ein. Die zunehmend von islamistischen Terrororganisationen beherrschte ägyptische Sinai-Halbinsel ist freundliches Hinterland der Hamas und anderer palästinensischer Terroristen. Vorgestern erst wurden Raketen aus dem Sinai auf Israel abgefeuert. Über die untertunnelte Grenze zwischen Ägypten und Gaza floriert nicht nur der Schmuggel des Grundbedarfs, sondern auch ein gut geregelter Waffennachschub mit der Billigung der Ägypter. Heute werden unter anderem iranische Fajr-Raketen aus Gaza nach Israel abgefeuert. Damit geraten sogar, wie wir sehen, Tel Aviv und Jerusalem ins Visier der Terroristen. Wir haben eine Eskalation der Situation. Man kann es auch knapper ausdrücken, unter der Hamas-Diktatur wurde Gaza zu einem vorgelagerten Stützpunkt der iranischen Streitkräfte und des iranischen Geheimdienstes. Je nach tagespolitischer Aktualität wird die Flamme des Raketenterrors mal kleiner und mal größer gedreht. Wie eben vor 8 Tagen, als die Raketenoffensive aus Gaza nochmal intensiviert wurde. In deutschen Zeitungskarikaturen sollte also nicht die israelische Regierung für die Eskalation verantwortlich gemacht werden, sondern die iranische. Aha. Liebe Freunde, und wenn es jemanden gibt, der kein Mitleid mit der palästinensischen Zivilbevölkerung hat und sich keine Sorgen um deren Wohlergehen macht, dann ist es mit Sicherheit nicht Israel. Es sind die Hamas und die anderen Terroristen. Sie legen Waffenlager in Moscheen an, bauen Raketenwerfer neben Kindergärten auf. Sie nutzen die Zivilbevölkerung als Schutzschild. Sie nehmen den Tod eigener Zivilisten nicht nur in Kauf, sondern sie wollen ihn gezielt, kaltblütig und brutal. Liebe Freunde, bei der Konfrontation, deren Zeuge wir heute sind, kämpft kein palästinensischer David gegen einen israelischen Goliath.
Hier kämpft eine radikale islamistische Terrorbande, die möglichst viele Juden ermorden will, um den jüdischen Staat zu schwächen. Hier wird der Gottesglaube pervertiert und im Namen einer unmenschlichen Ideologie entweiht. Die Heiligkeit des menschlichen Lebens, der vielleicht wichtigste Wert der Menschheit überhaupt, wird in einem mordlüsternden Todeskult verwandelt. Diesem Todeskult, liebe Freunde, müssen wir entgegentreten, bevor der Wahn der islamistischen Israelhasser weitere Gipfel erklimmt. Damit meine ich auch den iranischen Griff nach Atomwaffen. Gerade jetzt wurde bekannt, dass das Teheraner Regime seine Urananreicherungskapazitäten gewaltig ausgebaut hat. Dass die im Berginneren gelegene Nuklearfestung Fordo nun bereit ist, ihren Betrieb in vollem Umfang aufzunehmen, ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine drohende Katastrophe. Liebe Freunde, worauf warten wir eigentlich noch? Ja. Wozu die islamistischen Terroristen fähig sind, das sehen wir gerade in Gaza, das haben wir vor Wochen schon in Benghazi gesehen. Deshalb ist es noch wichtiger als jemals zuvor, sich dem Vormarsch des islamistischen Fanatismus an allen Fronten und ohne Verzug kompromisslos entgegenzustellen. Winston Churchill hat einmal gesagt, ein Appeaser ist derjenige, der das Krokodil so lange füttert, bis er als letztes gefressen wird. Schluss mit dem Appeasement, Schluss mit dem Selbstbetrug, Schluss mit dem Kuschelkurs auch gegenüber dem Iran. Deutschland kommt bei seinen Sanktionen gegen den Iran eine wichtige Rolle zu. Es ist richtig und wichtig, dass die Bundeskanzlerin Israels Sicherheit als Teil der deutschen Staatsräson bezeichnet. Aber, liebe Freunde, den Worten müssen auch Taten folgen. Die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran müssen nicht nur in vollem Umfang ohne Wenn und Aber umgesetzt werden. Auch Pläne für ein EU-Büro in Teheran sollten nicht einmal gedacht, geschweige denn ausgesprochen werden. Bei der Abwehr des anti-israelischen Fundamentalismus haben Israelis Freunde eine ganz wichtige Rolle. Es gilt, sich auf Israels Seite zu stellen, in dem Kampf um Legitimität, um die Anerkennung des israelischen Rechts auf Selbstverteidigung, ja, auf die Anerkennung des Rechts der Juden auf Souveränität. Für ein klares Bekenntnis zu Israels Existenzrecht braucht Israel unser aller Unterstützung. Liebe Freunde, die Solidarität mit Israel ist für uns nicht nur der Ausdruck unserer Freundschaft mit Israel, sondern eine Pflicht des Gewissens. Ein Gebot der Moral, ein Ausdruck des Anstands. Deshalb bin ich dankbar, hier und jetzt mit euch allen dieser Solidarität sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Am Israel, Chai. Toda Rabah.